Hallo zusammen und seid herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, was ihr euch gewünscht habt und ich habe zugehört und habe sie mir gekauft. Die neuen Rockstar Energies mit BCAAs. Da denke ich mir nur so, wow, das ist ja bestimmt richtig geil. Drei Sorten, Berry Blast, dann haben wir noch hier Waldmeister Boost und die dritte Sorte, Hardcore Apple. Das Ganze mit 1000 Milligramm BCAAs. Muss ja richtig geil sein. Ob das wirklich so ist oder ob es einfach nur grober Schwachsinn ist, das schauen wir uns in diesem Testvideo an. Und ich verrate euch schon mal etwas, es ist Schwachsinn. Zumindest auf eine gewisse Art. Und auch auf ein paar andere. Also viel Spaß wünsche ich euch mit diesem Test. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wo wir uns die neuen Rockstar BCAA Drinks anschauen. Drei neue Sorten, alle drei Zero, Hardcore Apple, Waldmeister Boost und Berry Blast. Und wie ihr oben erkennen könnt, die habe ich schon ausgetrunken, weil ich durstig war. Und da sage ich dann gleich aber noch was zum Geschmack, wie sie mir geschmeckt hat. Ich möchte hier einmal hauptsächlich Foodblogger-mäßig auf den Geschmack dieser Drinks eingehen, sie euch kurz einfach nur vorstellen. Ich möchte aber auch kurz auf dieses BCAAs eingehen, denn es gibt ja viele Leute, die feiern das jetzt total, dass das da drin ist. Und klar, man kann auch viel über BCAAs, auch gerade im Sinne der Fitnessindustrie oder Sportnahrung, viel drüber lesen. Und das hat auch alles irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Daseinsberechtigung, ich will aber sagen, es gibt Produkte, die da konsequent sind, um das darzubieten. Und ich will so ein bisschen rausarbeiten, ob das bei diesen Drinks auch so ist oder ob es einfach nur ein Mode-Gag, ein Marketing-Gag ist und einfach nur Blödsinn. Ich denke, es werden viele Leute dann auch kontrovers darüber diskutieren und das anders sehen als ich. Aber ich versuche das mal anhand von ein paar Beispielen festzumachen. Ob man dann am Ende gleicher Meinung ist, das sei mal dahingestellt. Ist mir am Ende auch egal. Ist ja hier mein Blog und meine Meinung. Und wie gesagt, gewisse Dinge stimmen einfach. Und der Tenor des Ganzen ist, braucht kein Mensch in diesen Drinks. Vor allem nicht in der Menge, denn das ist das eigentliche Problem. Aber wir gehen vielleicht erstmal auf den Geschmack dieser Produkte ein und schauen stellvertretend einfach mal die Sorte Berry Blast mit Zutaten und so weiter an. Dann sage ich auch was zum Geschmack, weil wie gesagt, die habe ich jetzt einfach schon getrunken. Preislich 500 Milliliter jeweils 1,69 Euro. Ich kaufe sie meistens im Angebot für 99 Cent. Habe jetzt hier sogar nur irgendwie 85 bezahlt oder 89, weil 1,70 Euro tut mir leid. Das ist einfach nur krank unverschämt für einen halben Liter Getränk. Ja, was haben wir hier? Wir haben wie gesagt zuckerfreie Getränke und hier steht jetzt drauf, wir haben extra viel Koffein. Ist so hoch wie überall, denn Höchstgrenze in Deutschland ist 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Hier ist auch nicht mehr drin als woanders. Und jeder Kaffee hat mehr Koffein als diese Energy Drinks pro 100 Milliliter. Das einmal dazu gesagt. Also, ne, auch in meinem Kopf behalten. B-Vitamine sind drin, klar, gesund. BCAA-Aminos, was das sind, kommen wir auch gleich zu. Branched-Chain Amino Acids, also verzweigte quasi Aminosäure. Ketten, also Aminosäuren mit verzweigten Ketten, ich zeige sie euch gleich. Keine Farbstoffe, hu, und nur natürliche Aromen, ja, herzlichen Glückwunsch. Wow, und hier haben wir als Zutat natürlich Wasser, wir haben Geschmacksverstärker drin, Erythrit wird hier erwähnt, wir haben Kohlensäure drin, wir haben Säurungsmittel drin, Zitronensäure, wir haben natürliches Aroma drin, wir haben, und jetzt kommt es, wir haben, wow, Eleuzin drin, okay, wir haben Säureregulator drin, Natriumcitrat und so weiter, wir haben nochmal Süßungsmittel drin, Sucralose, Acesulfam-K, die das Ganze süß machen, wir haben L-Valin drin, deutlich weniger, und L-Isoleucin. Gibt es auch eine Verwandtschaft zwischen Leucin und Isoleucin. Also nicht genau ausgeglichen, diese Aminosäuren, sondern hauptsächlich Leucin. Wir haben Koffein drin, 0,032%, was die 32 Milligramm pro 100 Milliliter ausmacht. Inosit, Nikotinsäure und Vitamin B6. Also ein paar Stoffe, die eben auch, wie hier zum Beispiel steht, Vitamin B6 trägt zur Reduktion von Ermüdung und Müdigkeit bei. Zu konsumieren, Rahmen, bla, ausgewogene Ernährung, schwangere Warnung, das kennen wir alles. Ja, genau, das ist hier also drin und hier oben sehen wir jetzt auch die Nährwerte und dann sehen wir, dass es wirklich ein ja, sehr kalorienarmes Getränk ist. 3 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Kohlenhydrate haben wir ein ganz bisschen drin. Wir haben, und das ist jetzt der erste wichtige Punkt, 0,2 Gramm Eiweiß drin, also 0,2. Ja, Salz 0,1, Niacin, Vitamin B6. Wie gesagt, über diesen ganzen Effekte von Niacin, Vitamin B6, da könnt ihr alles selber nachlesen, da will ich jetzt hier gar nichts großartig zu sagen.
Wichtig ist aber eben 0,2 Gramm Eiweiß ist drin. Und jetzt muss man eben wissen, dass BCAAs, das wissen viele von euch sicherlich, aber vielleicht auch nicht alle, dass BCAAs, gerade die, also diese drei BCAAs, das sind eben drei spezielle Aminosäuren und es gibt eben mehrere Aminosäuren. Und Proteine bestehen aus Aminosäuren. Sprich, wenn Proteine irgendwo drin sind, sind Aminosäuren drin. Und was wissen wir dadurch schon mal? Dass hier 0,2 Gramm BCAAs drin sind pro 100 Milliliter. Also 200 Milliliter pro 100 Milliliter. Also sehr wenig. Ja, sei es mal gesagt, das kann man eben hieran erkennen. Und auch wenn man jetzt hier sieht, dass wirklich nur 0,13, 0,035, 0,035, wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf 0,2. 0,13 plus, ne, plus die beiden zusammen 0,7 sind 0,2. Das ist der Eiweiß. Also diese drei BCAAs ergeben die 0,2 Gramm Eiweiß, die hier drauf sind. Ja, also erstmal recht wenig. Jetzt gucken wir uns mal kurz vielleicht mal noch diese Aminosäuren an. Moment, da muss ich mal eben was holen. Also, dann gucken wir da mal rein. Ich habe mir da mal hier einen Reiter reingemacht. Dann könnt ihr das mal sehen. So ein bisschen Randwissen kann ja nie schaden. So. Hier haben wir sie. Ich weiß, das interessiert jetzt vielleicht eh keinen, aber das ist mir egal. Nicht polare Seitenketten, die sind nämlich nicht geladen. Das sei mal dazu gesagt, wir haben hier oben Valin, Leucin und Isoleucin. Und wir haben hier, machen wir noch ein bisschen Biochemie nebenbei. Wir haben hier die Aminogruppen, hier, das sind die N, daher kommt der Name Amino. Hier fehlt jetzt natürlich noch ein H, aber die gehen jetzt davon aus, dass das hier gebunden ist. Hier haben wir die Säuregruppe, wo theoretisch die Säuregruppe wäre, wenn sie nicht gebunden sind. Die gehen, wie gesagt, hier davon aus, dass hier Bindungen dran sind. Säuregruppe, Aminogruppe, Aminosäure und dann kommt der Rest, die bei diesen Aminosäuren unterschiedlich sind. Die sind hier immer grün markiert, das könnt ihr auch sehen. Alles andere ist gleich, aber die Reste R, kennt ihr vielleicht noch aus dem Biounterricht, die sind unterschiedlich. Valin ist verzweigt, das könnt ihr nämlich sehen. Eine Verzweigung, deswegen Branch Chain Amino Exit. Isoleucin ist hier auch verzweigt und hier haben wir dann Leucin ist auch hier unten verzweigt. Und der Unterschied zwischen Isoleucin und Leucin ist, wir haben vier Kohlenstoffreste mit dem Wasser, also vier Kohlenstoffatome, beides gleich. Und Iso heißt es, weil Iso ist ein anderes Wort für anders und es ist anders, weil es anders verzweigt ist. Denn ihr, wie ihr seht, haben wir hier eine andere Verzweigung der Aminosäuren. Hier haben wir in dem an dem ersten Kohlenstoff zwei weitere dran. Hier haben wir dem ersten Kohlenstoff nur ein weiteres dran. Und daher kommt dieser Name Isoleucin. Das ganz kurz dazu. So, jetzt mache ich kurz speicherfrei, denn ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. Und dann schauen wir uns die Drinks an. So, ich habe mir übrigens auch tatkräftige Unterstützung von Professor Evo geholt, der diese ganzen Thesen hier über die Aminosäuren dann auch unterstützt. Also von daher hochprofessionelles Personal hier vor Ort. Ja, also so viel dazu. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu der lächerlichen Menge an BCAAs, die dort drin sind. Denn man denkt hier, wow, 1000, erstmal sind es Milligramm, das klingt viel. Aber Leute, es ist eigentlich gar nichts drin. Man muss zwar sagen, sie sind hier in gelöster, in reiner Aminosäureform da, dargebracht, eben einzeln als die einzelnen Aminosäuren und nicht wie in Eiweißen, in Lebensmitteln, wo das Eiweiß selbst aus diesen Aminosäuren besteht, aber am Ende baut der Körper es auch ab und bekommt auch die Aminosäuren. Nicht so unmittelbar, das ist natürlich klar, aber sie sind auch drin. Deswegen, man kann es natürlich nicht komplett parallel rechnen oder ich sag jetzt mal sagen, aber ich möchte euch trotzdem als Anhaltspunkt geben, dass hier nicht viel drin ist. Zum Beispiel haben wir hier, ich waren glaube ich knapp 31 Gramm Haferflocken, das ist nicht viel. In dieser Menge Haferflocken auf den Gramm, auf den 0,1 Gramm sogar abgewogen, ist genauso viele BCAAs wie in diesen, wie in einer Dose. Wohlgemerkt jetzt nicht das gleiche Verhältnis, denn die Verhältnisse der einzelnen BCAAs sind unterschiedlich in unterschiedlichen Lebensmitteln, je nachdem wie die Proteine aufgebaut sind, woraus das gewonnen wird. Aber die Gesamtmenge von diesen drei BCAAs ist in diesem Leben, ist in dieser Menge Haferflocken genauso groß wie in einer Dose. Also das ist ja nicht mal ein halbes Frühstück, das sei mal dazu gesagt. Es wird aber noch besser. Mögt ihr Käse? Ich ja. In dieser Menge Käse ist genauso viele BCAAs wie in einer einzigen Dose. Das hier sind auch knapp, ich habe es mir irgendwo hier aufgeschrieben, 17,2 Gramm, 17,2 Gramm Gouda. Ja, ihr seht, ich habe das hier wirklich ganz klein geschnitten, ist genauso viel BCAAs drin wie in einer Dose. Und um dem Ganzen, das wahre Fitnessfood überhaupt, der Magerquark, um dem Ganzen auch noch einen,
ja, Platz hier zu geben. In 31,8 Gramm Magerquark sind genauso viele BCAAs wie in einer Dose Rockstar. Und ich bitte euch, ein Teelöffel Quark deckt den gleichen Bedarf wie das. Wohlgemerkt, wie gesagt, hier eben in Form, in den Lebensmitteln in Form der ganzen Eiweiße. Aber da kann man ja auch positiv sehen, dafür habt ihr auch noch all die anderen Aminosäuren. Ja, also deutlich mehr, denn mehr Eiweiß ist ja hier schon drin. Es geht hier nur um die BCAAs. Ja, weil hier sind ja nur die drei drin. Das sei mal als Anhaltspunkt euch nochmal mit auf den Weg gegeben. Wie gesagt, jetzt können einige Leute hier drüber diskutieren. Ja, das sind ja hier freie Aminosäuren und klar, die sind dann besser bioverfügbar. Aber darum geht es mir jetzt auch prinzipiell gar nicht, denn man kann wirklich alles auf die eine und auf die andere Art sehen. Man kann im Internet jetzt nachlesen, was für super healthy Effekte BCAAs haben. Professor Evo sagt dazu aber auch, ihr könnt im Internet manche Sachen lesen, ja, BCAAs sind ja dafür da, irgendwie den Metabolismus von Proteinen anzuregen und sowas. Dann kannst du auch irgendwelche Fachseiten lesen, wo nämlich zum Beispiel erwähnt wird, ja, hier, wir sind jetzt ganz professionell, wir erwähnen jetzt irgendwie hier auch was Professionelles, wie das Enzym oder das Protein mTOR wächst, die Proteinsynthese anregt und total krass den Muskelaufbau, Abschwund verhindert. Ja, und wenn ihr eine andere Studie lest, dann könnt ihr lesen, dass mTOR dafür verantwortlich sein kann, ja, dass man Krebs bekommt oder auch, dass man Diabetes Typ 2 bekommt. Ja, also ich will damit sagen, je nachdem, was ihr lest und wer euch etwas verkaufen will, lest ihr das Gute oder das Schlechte. Und ich rate euch grundsätzlich sowieso, lest keinen Quatsch auf Fitnessseiten oder auch nicht gerade von Herstellern. Natürlich sagt der Hersteller, dass das geil ist, was er hat. Und wie gesagt, versteht mich jetzt ja auch nicht falsch, man kriegt keinen Krebs von BCAAs, auf gar keinen Fall. Aber ich will sagen, genauso wird man von BCAAs nicht fit. Einfach so. Versteht ihr, was ich sagen will? Also ich denke, ihr habt, ich mache es relativ deutlich, worum es geht. Je nachdem, was man liest, kann man was völlig anderes erfahren. Jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt geht es noch über 2-3 Minuten um den Geschmack. Der Berry Blast ist ziemlich schlimm, muss ich sagen. Er schmeckt extrem penetrant nach künstlichen Beeren irgendwie. Hat mir persönlich gar nicht geschmeckt. Und Fans oder Leute, die meine Seite öfter schauen, die wissen, dass ich sehr gerne künstliche Sachen mag. Aber das war mir persönlich zu heftig. Es gibt Leute, die den feiern, die den toll fanden. Ich persönlich nicht. Ich fand die Süße noch ganz okay. Er ist ja, wie gesagt, recht künstliche Süße. Aber er war mir zu arg heftig, was dieses Berry-Flavor angeht. Den Hardcore Apple, den hatte ich zwar schon mal kurz probiert, aber den zische ich jetzt nochmal extra hier auf für euch. Na, Moment. Ja, Leute, das hat gescheppert, der Waldmeister Boost. Wir gucken ihn uns auch mal an, von wegen keine Farbstoffe. Normalerweise trinkt man es natürlich aus der Dose, aber ihr seht hier, wir haben hier tatsächlich keine Farbstoffe drin. Das ist wie die Pepsi Crystal. Kennt ihr die noch? Diese schön kristallklare Pepsi, es war einfach nur geil. Und das sieht jetzt einfach aus wie Sprudel. Schmeckt nur anders. Ah. Also, sorry, ich muss das Mikrofon gerade mal dran machen. Also, ein schöner Waldmeistergeschmack schmeckt mir persönlich sehr gut. Ist mal was anderes. Man hat es nicht so oft, dass man Waldmeistergetränke irgendwie in so eine Art Energy-Drink hat. Das auf gar keinen Fall. Von daher wirklich schon was Besonderes und erfrischend lecker. Sehr süß, künstlich süß. Aber ich meine, ich bitte euch, das kauft man sicher. Deswegen kauft man sicher Energy Drinks, damit sie schön künstlich schmecken. Ich feiere es total. Sehr, sehr gut. Mir persönlich einfach viel zu heftig. Kommen wir zur Sorte, die ich noch nicht probiert habe. Es gibt jetzt hier eine Premiere. Hardcore Apple. Ich bin sehr gespannt. Ja, haben wir die Dose auch gecrackt und ich muss sagen,
Riecht sehr gut nach Apfel. Ich liebe ja Apfelgetränke und auch Apfel ist etwas, was man jetzt nicht so oft bei Energy Drinks hat. Ich muss aber auch sagen, ich kenne nicht diese ganzen fancy Sachen aus den USA, die sich manch einer für viel zu teures Geld importiert. Ich sage nur, why? Viel zu teuer. Meine Liebsten sind übrigens der Monster Ultra Weiß und Rot. Sehr, sehr geil. Und auch der klassische, dieser erste Zero von denen. Das hier auch wieder, wie ihr seht, ungefärbt. Macht ja auch Sinn. Ich meine, man trinkt es ja aus der Dose. Warum soll es eine Farbe haben? Riecht, oh, riecht richtig geil. Penetrant nach Apfel. Geil. Oh ja. Oh ja. Das ist mein Energy Drink. Oh, super. Richtig geil. Also, sehr intensiver Apfelgeschmack. Süße auch wie bei den anderen halt künstlich sehr intensiv. Blubberblasen, könnt ihr sehen, ordentlich was drin. Ne? Manche von Rockstar, zum Beispiel der irgendwas mit Apple hieß, der auch, ne, nicht mit der Sour Cherry und oder Sour Cherry und der Pineapple Guave, der übrigens auch mein Liebster ist, Pineapple Guave von Rockstar. Die haben ein bisschen weniger Kohlensäure. Ich persönlich mag das lieber als so viel Kohlensäure. Die haben so normal wie so ein Sprudel, vielleicht ja, ein bisschen weniger. Und oh ja, aber der Apfelgeschmack, der ist wirklich eine Wucht, schmeckt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich denke, ich habe es recht gut klar gemacht, sonst bitte fragt nach, dass es hier nicht zu Missverständnissen kommt. Ich mag Energy Drinks und ich mag auch diese Rockstar Energy Drinks, aber ich mag sie nur als Energy Drink oder einfach für den Geschmack. Denn wie gesagt, selbst wenn man nach Energie geht, trinkt euch einen Kaffee oder einen Espresso. Ja, kann man nicht cool an der Kiosk kaufen, sieht auch nicht so ja, mit umgedrehter Käppi durch die Stadt laufen aus und wenn man dann sich so ein Ding hier zieht. Aber es ist für mich persönlich, und das ist halt meine Meinung, einfach ein sauleckeres Getränk, beziehungsweise sauleckere Getränke. Ich trinke sie gerne, sie erfrischen mich. Es ist einfach geil, wenn man so Durst hat, dann so zisch, und sich das Ding runterkippen. Ist einfach nur fantastisch und dafür liebe ich sie. Aber ich liebe diese Drinks, wie auch viele, viele andere Produkte auf dem Markt, nicht für das ganze Marketing-Scheiß, der da draufsteht, der einfach nichts hält, der einfach null Effekt hat. Denn ihr könnt zum Beispiel auch in den DM gehen und euch diesen Sportness BCA-Drink kaufen. Da ist viel mehr drin als in diesen Dingern hier. Also, ne, das will ich sagen, selbst das braucht man nicht. Also, ja, überlegt euch manchmal, ob man sich immer von solchen Sachen, ich sage es mal, täuschen lassen sollte oder ob man sich einfach nur auf das Wesentliche beschränkt. Guter Geschmack, scheiß auf den Rest, braucht kein Mensch, vor allem wenn es marginal wenig drin ist. Gerne eure Meinung in einen Kommentar. Ich würde mich darüber freuen, gerne in der Diskussion starten. Ich bin absolut dafür und ansonsten esse ich jetzt hier meinen Käse, meine Haferflocken und meinen Quark und habe dann diese drei Dosen abgedeckt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.